Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sunnyside. Und ja, du siehst richtig, wir befinden uns immer noch nicht im Sommer, denn tada, da kommt es schon. Es ist schon wieder etwas passiert, Leute. Und ja, nachdem ich in der letzten Folge ja gesagt habe, ja, es ist seltsam, dass hier noch nicht so viele Feste sind, bla 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 bla. Und ich hoffe, es kommt ein bisschen mehr rein und so weiter und so fort. Vielleicht schreibt ihr das auch schon in der letzten Aufnahme dann in den Kommentaren mit, ah nee, wir sind in Japan. Und warum ich das jetzt sage, Leute, die Golden Week, das ist mir voll nicht aufgefallen. Ich bin so ein dummes Mädchen. Die haben hier einfach die Golden Week mit reingedonnert, wo jeden Tag dann irgendwas stattfindet. Die gibt es ja auch tatsächlich in Japan, wo du dann eine Woche lang, glaube ich, auch sogar frei hast, weil eine Woche lang Feiertage sind. Und die sind auch hier drin. Das habe ich aber nicht geschnallt, weil ich eben nicht die hellste Kerze auf der Torte bin, ne? Das ist halt immer ein kleines Problem bei mir. Und ja, deswegen befinden wir uns noch nicht im Sommer, weil hier jeden Tag irgendwas stattfindet. In der letzten Aufnahme war das Kirschblütenfest. Davor war ja das Angelfestival, was ich aber nicht gezeigt habe, weil ich selbst keine Ahnung hatte, wo das ist und was ich machen muss. Das habe ich einfach überschlafen. Und davor, was war denn davor? Davor war auch schon irgendetwas. Ja, so ist das. Mein Gehirn hat bei dir keine Ahnung, was davor noch gewesen ist. Und jetzt kommt das nächste Fest. Fröhliche goldene Woche, Sunnyside. Heute ist Kashiwa bzw. Eichenbaumtag. Heute versammeln wir uns alle am Kashiwa-Schrein, um unseren ältesten Eichenbaum und seinem großzügigen Kami zu ehren. Bitte verhaltet euch respektvoll. Wir freuen uns darauf, euch alle dort zu sehen. Euer Sunnyside-Stadtrat. Yes! Wir haben noch ein Festival. Das gucken wir uns noch gemeinsam an. Und dann, Leute, dann sind wir aber im Sommer. Denn wir sind schon bei dem 28. und es geht nur bis zum 28. Also, das ist dann keine Lüge. Wir sind danach definitiv im Sommer. Ich habe das Vogelhäuschen so ein bisschen nach vorne geschmissen. Es ist noch nicht die endgültige Position, aber wie du sehen kannst, haben wir unsere Vögelchen auch noch nicht. Ich denke, das liegt daran, weil eben die Golden Week ist und wir dementsprechend jeden Tag irgendein Festival haben, weshalb ich meine kleinen Kükilis noch nicht gekriegt habe. Und ja, ich habe hier schon angefangen, so ein bisschen Wege und so zu bauen. Hier habe ich auch schon ein Hundenapf hingestellt, weil ich mir demnächst ja einen Hund holen will. Ja. Und ich denke, der Hund wird dann auch noch mal dafür sorgen, na, dit, dass ja unsere Sachen hier nicht angefuttert werden, auch wenn ich jetzt ja quasi überall Zäune drumherum gebaut habe. Aber was ich noch nicht verstehe, das zeige ich dir gleich mal. Ich habe schon alles eigentlich bereit gemacht für einen Hundeli, welches ich ja dann in der Stadt kaufen muss. Warte. Und ich dachte, das könnte ich jetzt im Laufe der Tage machen, indem ich jetzt offscreen spiele, damit ich dir auch ein bisschen was zu zeigen habe, wenn wir uns wiedersehen. Aber, warte. Erst einmal musste ich den Napf hier hinten hinstellen, weil ich ja mit dem Schlauch nicht so weit nach hinten komme oder nach vorne oder nach links oder rechts, je nachdem, wo wir gerade hinwollen. Das heißt, es muss alles hier in der Nähe sein, was mich ein bisschen ärgert. Das mag ich nicht. Ich will es etwas ästhetisch haben, sagte die, die absolut unästhetisch ist. Ihr wollt doch nicht meine Wohnung sehen, Leute. Bei mir sieht es immer so aus, als hätte Bombe eingeschlagen, wenn ich versuche zu dekorieren. Habe ich gerade gestern wieder mit meinen Arbeitskollegen drüber gesprochen, dass ich überhaupt nicht dekorieren kann und das einfach so aussieht, als hätte ich eine Müllhalde eröffnet. Dabei wollte ich es noch schön machen. Aber das wird einfach immer nichts. Ich kann das einfach nicht, Mann. Liegt bestimmt daran, dass ich zwei ältere Brüder habe und dementsprechend auch ein bisschen in Häkchen männlicher aufgewachsen bin. Also männliche Interessen. Nicht männlich-männlich sollen Leute, sondern dass ich halt eher so Interessen habe, die eher Jungs
zugeschustert werden, was im Grunde Quatsch ist. Jeder kann machen, was er will, bla bla bla, das wisst ihr ja. Aber ja. So. Nachdem ich mich hier um Kopf und Kragen geredet habe, siehst du das hier? Gehört kein Tier zugewiesen. Also logisch, ich habe noch kein Tier, aber es ist ungeschützt. Ist es ungeschützt, weil ich keine Tür habe? Leute, das verstehe ich nämlich nicht. Ist es ungeschützt deswegen? I don't get it. Also wenn da jemand Ahnung hat... Warte, nee, warte mal. Nee, nee, nee. Oh nein, warte. Dann bitte ich um einen... Hä? Achso, ich habe Cancel gedrückt, ne? Dann bitte ich wirklich um einen Kommentar. Denn ich habe echt keine Ahnung. Ach, die können wir, glaube ich, ganz hier reinpacken, ne? Ich weiß ja immer nicht, wie viel wir nachher zum Kochen tatsächlich benötigen. Ist immer etwas schwierig, wenn man noch ganz am Anfang ist und eigentlich noch gar keine Ahnung hat, was los ist. Und irgendwas wollte ich, glaube ich, gerade noch sagen, aber ich habe es vergessen, weil ich echt voll intelligent bin. Aha, das habe ich, glaube ich, jetzt schon zum 5. Mal gesagt, ne? So, dann gehen wir zum Schrein. Nein, wir fahren, besser gesagt. Miau. Aber ich wollte noch mal ganz kurz gucken, haben wir hier noch was zum Aufsammeln? Nee, sieht nicht aus. Sieht nicht so aus. Das Problem ist, wir sind ja morgen dann im Sommer und ich weiß nicht, ob es dann andere Beeren geben wird. Also wisst ihr, dass die Beeren quasi... Ich weiß, es ist unmöglich, dass sich Beeren ändern, aber... oder die Sträucher, die Jahreszeit ändert. Aber wir sind hier in einem Spiel, ne? Manchmal ist es so. Dass es dann plötzlich keine in Häkchen Himbeeren mehr sind, sondern, weiß ich nicht, Heidelbeeren oder sowas. Der Schrein war... Warte, wo war denn der Schrein? Warte. Warte, 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 warte. Ah, ne, ein Stückchen müssen wir noch. Ein Stückchen müssen wir noch. Ach, ich glaube, da hinten, ne? Hui. Im Übrigen habe ich jetzt mal nachgeguckt, was Hiro mag. Er mag Avocado-Plüschtiere. Habe ich nicht ein Avocado-Plüschtier gekauft gehabt, Leute? Ich muss da nochmal nachschauen, wo ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Aber Hiro mag einen Avocado-Plüschtier haben. Ich habe nämlich jetzt mal ein bisschen nachgeguckt, wie ich ihn dazu bringe, mir keinen Korb zu geben. Willkommen zum Eichenbaumtag. Jedes Jahr versammeln sich die Leute von Sunnyside an diesem letzten Tag der Goldenen Woche, um unserem Eichenbaum Kamikashiba Tribut zu zollen und unseren Dank zu zeigen. Viel Spaß in unserem örtlichen Schrein. Dankeschön. Wow, sieht aber auch echt hübsch aus. Können wir eigentlich ein Bad nehmen? War ein Scherz, Leute. Leute, das war ein Scherz. Oh, hi, Melody. Sakusu, zuckersüß. Zwar eine kleine Unruhestifterin, aber das liegt wohl nur daran, dass Susuke nicht da ist. Er hat ihr ein wenig Halt gegeben, glaube ich. Oh, Sender, dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Bestimmt ein guter Tag, um tauchen zu gehen. Ah, okay, alles klar. Hallo, Lucy, du kleines, süßes Schnuckelchen. Wusstest du, dass Wolken aus Schnee bestehen? Hä? Ich dachte, sie wären Wasser. Ich meine, okay, manche Wolken bestehen aus Eiskristallen und manche aus Wasser. Aber für mich bestehen sie immer aus Schnee. Ach so, weil die wie Schnee aussehen. Ja, okay, das ist irgendwie süß. Was haben wir denn hier so schönes? Popcorn? Was gibt es hier? Shop? Okay, nee. Nee, sieht nicht so hübsch aus. Aber ich denke mal, das ist jetzt hier dem, dem Festival so ein bisschen angepasst. Hi, Jo! Ohne Eichenwasser wäre Sunnyside schon vor Jahren ausgestorben, glaube ich. Okay. Catherine! Als ich klein war, meinten Lehrer immer, dass ich nicht aus... Okay, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Alles gut. War hier nicht gerade Ryan. Oh mein Gott, Ellen! Ich wollte nur sagen, dass ich mich freue, bald wieder Zeit mit dir... Oh mein Gott, oh, das ist so süß! Guck mal, das ist der Einzige, der sich freut mit uns, ja,
ein Date zu haben. Ich hoffe, es kommt nicht komisch rein. Nein, 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 das ist so Zucker süß. Zucker mit S, Zucker süß. Wenigstens einer, der sich freut. Okay, wer kann dir der Äpfel? Oh mein Gott, da will ich was haben. Ich gebe jetzt einfach unsinnig Kohle aus. Und das, ach ja, das ist Yakisoba. Und das ist bestimmt wieder Okonomiyaki. Ja, danke schön. Popcorn. Oh, geil. Wusstest du, dass verschiedene Fischarten auch verschiedene Köder mögen? Ja, okay, das hatten wir, glaube ich, auch alles schon. Sebastian! Frühling, Ding, Fing, Hing, Bring. Fasching, Dressing, Liebling. Oh, hallo, Anni, Ing. Okay. Ich meine, Sebastian sieht ja so ultra süß aus, ne? Der ist, das ist echt mein Typ, ne? Aber... der redet mir einfach zu wirr. Okay. Darf ich hier dingeln? Ding, ding, ding. Ne, eigentlich nicht, weil ich ja damit den Baum aktiviere. Aber können wir ja auch nochmal kurz gucken. Vielleicht kann ich irgendwas machen. Kann ich hier irgendwas? Rundkornreis, Zitrone. Ach, das ja stimmt. Ich warte ja darauf, dass das fertig wird. Speerholz. Was? Kaneöl? Kombuseetank. Oh, super. Hier kann man was. Energieeffizienz. Das ist schon mal super. Bambus. Oh. Gips. Okay. Aber hey, die Arbeit mit der Spitzhacke fordert noch weniger Ausdauer. Das ist doch schon mal fantastico. Ja, Wildtiere können wir noch nichts machen, denke ich mal. Seidenpflanze, ja. Okay. Na, hat sich doch schon mal ein bisschen gelohnt hier, ne? Warte, warum hast du das jetzt in der Hand? Blake. Blake ist auch so eine Süße. Der Sommer in Sunnyside erinnert mich total an zu Hause. Ich erwische mich oft, wie ich denke, wie ist es heute wohl in Kalifornien? Okay. Ja, das ist wie mit dem Kirschblütenfest. Das war... Oh mein Gott, Ryan, was rennst du mir denn hinterher? Dass wir eigentlich gar nicht so viel machen können, außer uns ja die Stände angucken, hier mit den Leuten reden. Hier haben wir die böse Hanako. Ups, Hina und ich sind schon eine große unseres Lebens Nachbarin. Hoffentlich werden unsere Kinder auch ihr Leben lang Nachbarn sein. Ja, ich wollte mit wo ist sie denn? Mit ihr reden, weil sie böse ist. Hey, schönes Wetter haben wir heute. Die ist nett zu uns? Wirklich? Klar. Je weniger ich von dieser Stadt sehe, desto... Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Okay, da ist noch Hideo. Der es leider total versemmelt hat mit seinem Hot Hideo-Gedöns. Du achtest doch auch auf die Fruchtfolge, oder? Hä? 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 Was für eine Fruchtfolge? Meinst du, was ich... Hä? Was für eine Fruchtfolge, Hideo? Meinst du, was ich wann anpflanzen darf oder wie oder was? Oder muss ich das in einer Reihenfolge reinsetzen? What the hell? Was meinst du? Ich habe absolut keinen grünen Daumen. Deswegen ist bei mir alles künstlich. Wenn die könnten, würden auch die kaputt gehen. Die künstlichen Pflanzen. I don't know, was du von mir willst. Leute, was meint ihr? Meint er damit die Reihen, also die Saison? Was geht denn da ab? Ja! Woo! Okay, Leute, ich glaube, ich lasse euch alleine. Ihr seid heute alle ein bisschen komisch drauf. Ja. Ja, gut. Okay, dann... ich drücke immer falsch, ne? Okay, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt schon ins Bett, denn ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen... Ja, gut, ich könnte jetzt Bäume fällen und so weiter, aber... Leute, lasst uns in den Sommer gehen. Wir sind bei 15 Minuten. Wir können in den Sommer rein. Woohoo!
Sorry. Es ist Sommer. Wieso ist denn hier keine Musik? What the hell? No music? Okay, wo ist mein kandierter Apfel? Ich will meinen kandierten Apfel essen. Oh, ich habe auch noch die Äpfel. Oh mein Gott, die Schokobanane habe ich auch noch. Yummy! Oh mein Gott, das gibt aber richtig krass. Wow. Warte mal, wo bleibt denn eigentlich? Warte mal kurz. Uff. Wo bleibt denn jetzt eigentlich wo bleiben meine Hühner? I don't get it. Ich hab sie doch gekauft. Hi? Nee. Hi? Dafür brauche ich Stroh. Ich hab doch Stroh. Warte mal. Okay. Ja gut, hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, aber ist egal. Aber wo zur Hölle bleiben meine Hühner? Ich verstehe es nicht. Okay, Leute, wir haben hier noch ein bisschen was. Und zwar können wir jetzt endlich die Roggen und Maiskörner und ich glaube Rundkornreis können wir anpflanzen. Roggenkorn. Und bitte was? Brauche ich? Oh, muss das ganz groß sein oder wie oder was oder warum oder weshalb? Warte, das finden wir gleich heraus. Warte. Ach, ich spiele das. Wie ging das nochmal? Hallo! Wie kam ich da nochmal hin? Warte. So. Brauche ich. Oh, tatsächlich! What the hell? Oh, warte, wie mache ich denn das? So, wenn ich das. Aber dann kann ich keine Zweier reinmachen. Oh, das habe ich doof gemacht. Ach, weißt du was, ist egal. Nein, das sieht doof aus! Shit! Mann, das ist nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Ah, ist das traurig. Es ist nicht so, wie ich will. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Dick. Okay, dann kann ich ja hier nochmal Mais. Und nochmal. Ja, jetzt ist das auch nicht. Oh, ihr wisst, was ich meine, ne? Jetzt ist das auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Oh. Mann. Okay, egal. Warte, das war F. Ich brauche einen Zaun. So. Warte. Ich kam nach oben. So. So, okay. Es ist doch. Das passt alles nicht. Das ist so unschön. Und ja, unschön, Leute. Was gibt es? Sieht so hässlich. Oh. Aber okay, was soll ich jetzt machen? Alles klar, schmeiß dein. Oh, crazy! Oh.
Wir können ja mal gucken. Wartet. Und warum ist hier keine Musik? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist echt nicht schön. Sunny Seed. Senf! What? Oh, ich glaube, das hast du gerade gehört. Ich habe gerade mein Headset hier. Also, den Regler habe ich gerade hier irgendwo gegen gedonnert. Senf. Anbaufläche groß. Anni, das ist blöd. Ich habe gerade nichts Großes. Ich brauche was Kleines. Schwarzer Pfeffer, auch groß. Warte mal. So. Shishito. Groß. Klein. Zahnwehholz, alles klar. Was haben wir denn hier? Zimt. Oh mein Gott, geil. Süßkartoffeln. Ah, ist auch groß. Okay. Salbei bin ich mir gerade nicht sicher. Auch groß. Ach, das ist ja traurig. Aber konnte ich denn, wartet mal. Wir machen es mal so. Sojabohne. Ah, ist auch groß. Ist alles groß. Nein, das ist klein. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Okay, dann warte ich den morgigen Tag nochmal ab. Ich glaube, das Proviant, wollte ich gerade sagen. Das Proviant vor allem, ne? Der, die, das. Wer, wie, was. ändert sich immer mal am Tage. Also pro Tag ändert sich das. Und warum zur Hölle bekomme ich meine Hühner nicht? Sind die hier drin? Wo sind meine Hühner? Ich hab die doch gekauft. Und es ist so seltsam. Aber die Musik geht, der Sound geht, ne? Ja, der Sound geht. Ich verstehe nur nicht, warum wir keine Musik haben. Echt mysteriös. Kumpel? Da kann er gesehen. Okay, es gibt auf jeden Fall Musik. Kumpel, wo bleiben... Oh. Wo bleiben meine Tiere, sag mal? Animals. Ja, die werden mir nicht angezeigt. Ich verstehe das nicht. Leute, habe ich vielleicht Mist gebaut, weil danach die Golden Week kam oder so? Das ist traurig. Ach so, wartet, ich muss nochmal zurück zu mein Hauseli. Denn ich wollte doch gucken. Wartet mal. Habe ich mir ein Avocado-Plüschtier gekauft gehabt? Da muss ich noch mal kurz gucken. Nein, Plüschi-Chan, fröhlicher Kuchen. Ah, okay. Wo ist mein Fahrzeug? Komm her, Boy. Oh, das nervt mich gerade ein bisschen mit der Musik. Warum ist denn hier kein Ton, sag mal? Ich glaube, das ist gerade irgendein Bug. Oh, warte. Die gibt's weiterhin? Oh. Das ist ja interessant, oh. Aber eben in den Laden wurde ja Musik gespielt. Also es geht schon. Die Frage ist nur, ist das hier jetzt gerade so ein kleiner Bug oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal, während wir fahren, trinke ich mal einen Schlucki, okay?
Oh, meine Stimme versagt heute. Moment. Das ist ja crazy. Aber man hört den Regen. Das ist schon mal was. Oh, wow, wir kommen nicht hoch. Los, trampel, was das Zeug hält. Let's go. Wir gehen jetzt in die Stadt, Leute, und suchen nach dem Avocado-Plüschtier, okay? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich das hier gekauft habe. Wir haben ja sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Ups. Ich drücke immer die falschen Tasten. Immer. Aber es liegt daran, dass ich es halt immer nur einmal in der Woche spiele. Hello again! Wo hatte ich mein Plüschi gekauft? War das bei... Oh, hier war ich gar nicht drin. Wir können ins Kino gehen? Oh. Warte mal, ich suche mir erstmal unser Plüschi. Das ist eine Pizzeria, die ist zu. Warte, ich glaube, der Shady Boy war das. Da! Plüschi-chan. War das die fröhliche Avocado? Wir probieren es aus. Wir probieren es aus, okay? Wollen wir versuchen, ein Date mit Tiro zu kriegen, indem wir hier ins Kino gehen? Wartet, wir probieren das mal. Wo musste ich hin? Wo musste ich hin? Wo musste ich nochmal hin? Squirrel. Nein. Hideo war das nicht. Hiro. Nach einem Treffen fragen. Select. Ist das hier schon... Habe ich mich vor... Ja! Klar, dann treffen wir uns da. Da stand eben beschlossen, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Hey! Hi! Hey, Hiro! Ehrlich gesagt freue ich mich schon richtig auf die freie Zeit heute. Was willst du machen? Wie schuld? Was meint ihr? Ist er eher so der Horrorfilm-Fan? Action oder Komödie? Wir nehmen, glaube ich, Actionfilm. Vielleicht sind da ein paar, du weißt schon, coole mechanische Sachen drin. Oh mein Gott, ja, du solltest aber dein Schirm weglegen, Kumpel. Oh, ist das süß! Und das ist aber so geil, wie Sparky einfach daneben sitzt. Mit Meister Ishikawa geredet? Nein, ich bin an seiner Schmiede vorbeigegangen, aber wollte nicht mit mir sprechen. Stattdessen hat er mich beschuldigt, dass ich mich zu sehr auf die Technik verlasse, genau wie Sosuke. Hatten wir dieses Gespräch schon? Das kommt mir irgendwie so leicht bekannt vor. Wer ist Sosuke? Der ursprüngliche Eigentümer von Tech Hero und mein Mentor. Nee, das hat man, glaube ich, noch nicht. Er war der schlauste Mensch, den ich kenne. Er konnte alles reparieren. Anscheinend hat er schon darauf gepocht, dass Sunnyside modernisiert werden muss, bevor ich überhaupt hergezogen bin. Meister Ishikawa hat ihn gehasst, vermutlich weil er auch Technik hasst. Er sagt mir immer, dass Sosuke die Stadt mit seinem Modernisierungswahn ruiniert hat, aber ich verstehe nicht, wie er darauf kommt. Außerdem sagt er, dass ich genau wie Sosuke bin. Als wäre das was Schlechtes. Aber ich werde mich davon nicht kleinkriegen lassen. Im Gegenteil, ich habe eine Idee. Ich werde trotzdem versuchen, einen Lehrling für Meister Ishikawa zu finden. Meiner Logik nach kann Meister Ishikawa nicht anders, als ja zu sagen, wenn jemand unbedingt für ihn arbeiten will. Verstehst du? Ich mache es ihm so leicht wie möglich. Jetzt muss er mir nur noch sagen, was er von einem Lehrling erwartet. Aber du hast gesagt, dass er nicht mal mit dir redet. Ja, aber er ist ein alter Mann. Er schweift gern ab. Ich dachte, er will uns jetzt einsetzen, dass er sagt, ja, geh du mal. Geh du mal hin, der redet ja schließlich mit dir. Ta, schnell hin da. Wenn ich ihn nur dazu kriege, über die Jugend von heute zu reden, werde ich rausbekommen, was ich wissen will. Soweit ich dann den richtigen Kandidaten gefunden habe, ist es nur eine Frage der... Bist du müde? Ja, ich saß die ganze Nacht über den Daten der Bewertungsseite. Mit denen will ich den ganzen Geschäften hier helfen, besser zu werden.
Müssen Menschen ihren Akku nicht jeden Tag wieder aufladen? What? Okay. Hey, danke für den ganzen Spaß heute. Gern geschehen. Ey, schuld. Give a gift. Plüschi-chan, fröhliche Avocado. Wow. Oh, nicht nur, dass du Geld für mich quasi ausgegeben hast, sondern hast mir doch was richtig Geiles geschenkt. Ja, er mag wirklich die Avocado-Plüschis. Ah, ich bin so gerührt. Danke dir. Ah, Entschuldigung, Leute. Ich drehe gerade am Rad. Okay, nachdem wir wissen, dass es das ist, muss ich nochmal zum Shady Man. Oh, sorry, das war ein Schild. Shady Boy, I need more. Gimme, gimme more. Wir nehmen erstmal 10 mit. Das müsste vorübergehend reichen, oder? Wow, 200 Ocken. Aber was tun wir nicht alles für die Liebe unseres Lebens? Dann würde ich sagen... Ach so, wartet mal. Du warst hier, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich bin hier alleine gewesen. Also, schau mal. Ich zeig dir nochmal die Stadt. Hier können wir Platten kaufen. Gucke mal, gucke mal. Ein Plattenspieler und dann können wir already owned. Okay, ein bisschen haben wir schon, aber wir könnten... Komm, wir kaufen uns einen Plattenspieler. Okay, wir sind einfach mal so frei. Neuer Bauplan, Plattenspieler. Wow, wir geben unser Geld aus. Einfach so voll unsinnig. Ja, entschuldigt, du weißt, wo ich ran will. Aber hier gab es auch nicht... diese, du weißt schon, Onigiri. Was war denn das? Tofu-Onigiri, glaube ich, wollte er. Ich glaube, das muss ich wirklich selbst machen. Ja, also da, warte. Hier ist das Kleidungsgeschäft. Der, die, das. Da sind wir wieder bei dem Thema. Das Kleidungsgeschäft. Das sah eben aus wie Hideo, ne? Hier können wir ein bisschen stalken gehen. Keiner drin. Aber es gibt nicht so viel Kleidung. Das ist ein bisschen, naja. Genau, dann sind wir wieder bei dem Theater. Also bei dem Kino. Achso, ich bin zurückgelaufen, ne? Ich bin auch so ein Vollhorn. Wow. Sorry. Da haben wir den Park. Und, warte, was war hier? Hier hinten war, glaube ich, ein Rahmengeschäft, bin ich der Meinung. Warte, wir gucken nochmal. Nee, warte, ich muss noch einen weiter, ne? Genau, gucket mal. Gucket mal! Ah! Oh mein Gott, das sieht alles so lecker aus, Mensch. Oh, ich krieg Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Das mache ich ganz oft, ne? Dass ich immer vor dem Frühstück aufnehme und dann habe ich mittendrin immer voll Hunger. So, hier haben wir, glaube ich, ja genau. Hier habe ich meinen Kühlschrank gekauft. Schau mal. Da können wir so ein bisschen, wir können sogar einen Ofen kaufen, einen Doppelbackofen, kleiner Ofen, einen Reiskocher, den haben wir ja, Standmixer, Herdplatte. Campingkocher, Wasserkocher, guck dir das an. Was wir uns alles gönnen können. Und hier habe ich tatsächlich auch die Pappe dann gefunden. Und somit konnte ich auch endlich mal in dem kleinen, ich hätte jetzt Bunker gesagt. Heute habe ich schon wieder Wortfindungsstörungen, aber en masse, ne? Da konnte ich dann in diesem kleinen Abstellding, wo auch mein Wasserteil ist. Und so, alter Schwede, warum komme ich denn gerade auf gar keinen Namen? Was ist denn los? Auf jeden Fall konnte ich da das Pappding da endlich bauen. So, und hier, meine Lieben, haben wir die Hunde und die Katzen. Schau mal. Ah, es ist so süß. Ah, ich liebe Katzis. Ach, ich hätte auch so gerne wieder Katzen, aber leider ist das Leben so teuer. Aber darüber hat man ja schon mehrmals gesprochen, ne? Darüber hatten wir schon mehrmals gesprochen. Auch die Tierkosten, die Tierarztkosten, die sind echt nach oben geschnellt. Also vor ein paar Jahren, als ich noch meine süße Elsa hatte und mein Lieschen,
Da ging das alles noch preislich, aber inzwischen... Gut, dann fahren wir zurück, würde ich sagen. Oh, nein. Und... Oh, wow. Okay, ich dachte, das war's jetzt. Return to last sleeping spotty spotty. Und wann zur Hölle kriege ich denn jetzt meine Hühner? Hallo! Ich will meine Hühner! Oh, verdammt. Ach nee, doch nicht. Oh, ich dachte, da fehlt ein Stück. Das war jetzt gerade voll die Veräppelung. Hast du das gesehen? Ich verstehe nicht, warum ich meine Hühner einfach nicht bekomme. Das ist einfach sehr, sehr seltsam. Neues Lied freigeschaltet. Jetzt! Oh! Nun haben wir hier Alitchen. Das war bestimmt ein Bug, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt schlafen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen soll. Und ja, wie gesagt, vielleicht mache ich mal so 2, 3 Tage noch offscreen. Das war so... Okay, jetzt kommen die ganzen Lieder, alles klar. Das war so ein bisschen... Ja, weiter sind und... Eventuell noch irgendwas passiert. Wie zum Beispiel, dass ich meine Hühner bekomme. Es ist so seltsam. Hä? Okay, Leute. Ich habe einfach absolut keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich mache dann hier jetzt einen Cut. Wir sind bei fast 40 Minuten. Das heißt, ein weiterer Tag, dann wären wir bei einer Stunde. Das ist dann wieder ein bisschen zu lang. Wie gesagt, ich werde vielleicht so 2, 3 Tage nochmal vorspielen. Außer natürlich, es passiert wieder irgendwas wie die Golden Week. Dann natürlich breche ich ab und nehme das auf, damit wir das gemeinsam sehen, erkunden und was auch immer wir dann damit tun können. Dass wir das dann gemeinsam erledigen können. Und ja, ich danke dir fürs Zusehen. Sorry, dass ich heute echt crazy drauf bin. Ich habe so krasse Wortfindungsstörungen heute. Aber vielleicht liegt es auch daran, ist es früh morgens? Ja, ich weiß, es ist immer früh morgens, wenn ich aufnehme. Lass es mir, ja? Ich will einfach irgendwelche Ausreden erfinden, ja? Vielleicht habe ich auch einfach nur Hunger. Aber nee, das geht auch nicht. Ich habe ja immer Hunger, wenn ich aufnehme, weil ich jedes Mal vorm Frühstück aufnehme, weil ich dumm bin. Anstatt erst zu frühstücken und dann aufzunehmen. Aber nein, ich mache es immer umgekehrt, weil... Naja, ich halt, ne? Dann noch einmal, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Sunnyside. Und bis dahin, bye bye!